genau, springt mal, spielt gemein, schaut, wo der Gegner steht, spielt woanders hin. Schön gemein sein. Ja. Okay. Jetzt machen wir als Abschlussspiel, spielen wir 2 gegen 2. Also in jedem Team sind 2 Kinder und jedes Team hat einen Ball. Und die werfen die Bälle auf Kommando gleichzeitig auf die andere Seite. Ziel des Spiels ist es, dass der Ball ins gegnerische Feld fällt, beziehungsweise dass der Gegner den Fehler produziert. Und gezählt wird immer der erste Fehler, der passiert, dann ist der Spielzug beendet und dann zählen die Kinder halt wieder ihre Punkte zusammen und dann wird am Schluss der Gewinner ermittelt.